Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario! Beim letzten Mal haben wir mit ansehen müssen, wie Stanley gefressen wurde. Schnüff, schnüff, der arme Stanley. Außerdem haben wir die erste Hälfte von Tower Blabbers Schloss erkundet. Und dann wollen wir doch heute mal die zweite Hälfte in Angriff nehmen. Wir haben nicht das letzte Mal einen Schlüssel gefunden, den wir hier unten einsetzen können. Ein Schlossschlüssel! Össel. Zack. Okay, der Klapper hat uns einfach nicht gesehen. Der Klapper hat uns auch nicht gesehen. Jetzt hat er uns gesehen. Scheinbar sind wir endlich in seinen Sichtbereich gelaufen. Na, Bombette, du brauchst so lange, um von der Decke zu fallen. Na egal. Wir haben gerade erst ein Level gekriegt. So schnell kriegen wir kein weiteres. Ey, Kollege. Oh. Au! Ich habe nicht gedacht, dass er mich zwei Etagen weiter unten noch treffen kann. Das ist natürlich doof. Dann wird es Zeit für eine Superbombe. Dann wird es Zeit, den Gegner auch nicht auf die Rübe zu hauen. Bringen die immer noch drei Erfahrungspunkte das Stück? Ja. Na, immerhin. Immerhin das geben sie noch. Autsch. Außerdem geben sie uns auch nicht auf die Rübe. Autsch. Dann hauen wir den da kaputt. Und dann rammen wir den nächsten K.O. So, noch der eine. Diesmal sogar erfolgreich geblockt. Wunderbar. Und dann kriegt er auch eine Rübe. Oh, na, immerhin hat es ein paar Sternpunkte gebracht. Und ein paar Herzpunkte haben sie uns auch hinterlassen. Von daher ist das schon in Ordnung. Ansonsten hätte ich jetzt überlegt, irgendwie nochmal zu einem Heilblock zurückzuarbeiten. Aber so. Mit dem schnelleren Wirbeln ist es normalerweise relativ unnötig, extra Bu dafür rauszuholen, sie unsichtbar zu machen, wenn man an denen eigentlich auch so ganz gut vorbeikommt. Auch wenn es immer sehr knapp aussieht. Das sieht wieder aus wie ein Sprung in der Wand. Prüfen wir mal. Ist kein Sprung in der Wand. Also es ist ein Sprung in der Wand, aber er ist nichts Wichtiges. Da war wahrscheinlich was Wichtiges, wie wir es gerade richtig gesehen haben. Okay. Hat sich doch irgendwann mal gelohnt, mit Bombett sämtliche Gegner mit Explosionen zu überraschen. Okay, die bringen jetzt aber schon nur noch zwei das Stück. Hängt es davon ab, wie viele die in dem Kampf sind, wie viele Sternpunkte die bringen? Scheint so, ne? Wären wir zwar auch neu. Scheint aber der Fall zu sein. Hm, interessant. Ja, auf jeden Fall ist der auch erledigt. Kriegen wir mal ganze 4 Sternpunkte für. Yay. Aber ein AP hat er mir wieder gegeben, den er mir Schaden gemacht hat. Na gut, dann schauen wir doch mal, was wir gerade aufgebombt haben. Okay. Das müsste jetzt über dem Raum sein, wo wir das, wo wir die komische Sprungfeder gesehen haben. Glaube ich. Okay. Dann machen wir das erstmal kaputt und dann machen wir das kaputt, schätze ich. Um auf dem einen Tisch drauf zu landen. Und dann können wir uns jetzt mit Paracarry darüber schleppen lassen, um den Orden zu kriegen, den wir da vorhin schon gesehen hatten. Schlepp mich mal rüber. Dankeschön, Paracarry. Sehr nett von dir. Und dafür kriegen wir den V-Orden. Schwächt die Abwehrkraft des Gegners und bringt Schaden. Ja, es ist die verteidigungsignorierende Sprungattacke, von der wir ja schon den Hammerorden haben und schon die ganze Zeit mit uns rumschleppen und erfolgreich gegen Chainjumps benutzt haben. Okay, der hat einfach das Interesse an uns verloren. Der Klapper hat allerdings noch nicht das Interesse an uns verloren und kriegt halt ausnahmsweise mal unseren Hammer ins Gesicht. Weil Bombett gerade nicht so richtig verfügbar war.
Dann haben wir eine Powerbombe ins Gesicht. Ist der erste schon mal erledigt. Und dann... Na komm, setzen wir unsere ganzen BP ein. Für diesen Kampf. Ich hatte kurz überlegt, sie einfach einzuschläfern, aber... Machen wir mal auf die teure Variante. Wir haben ja noch ein paar BP-Heil-Items dabei. Dann nehmen wir auch direkt mal eins von. Wir können mal den Nusskuchen fressen. Dann haben wir noch zwei Ahornsirup dabei. Das sollte eigentlich reichen. Okay, das sieht nach einem Job für Buu aus. Wenn plötzlich Stacheln aus dem Boden kommen. Okay. Mhm. Erfolgreich, soweit. So, jetzt nur noch die Schatztruhe auch öffnen. Mario, bitte. Und dafür kriegen wir einen weiteren Schlosschel. Össel. Ein Schlosschel. Wunderbar. Dann können wir die nächste abgeschlossene Tür aufschließen, die wir finden. Ich glaube, man kann sich einfach von einem von den Stacheln treffen lassen, wäre wieder an der Tür rausgekommen. Auf dem Rückweg und so. Aber die kurzen Abkürzungen brauchen wir dann, glaube ich, auch wieder nicht. So, Bombett. Okay, jetzt müssten wir über dem großen Tisch sein, den wir gesehen haben. Auf dem Sternsplitter drauf war. Von daher. Geronimo! Ein Sternsplitter. Hurra. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Der eine große Nachteil daran, diesen Sternsplitter zu holen und ihn nicht einfach zu ignorieren. Dann muss den ganzen Weg nochmal laufen. Wenn die Klapper sind, weg. Also, kein großer Aufwand, jetzt zurückzulaufen, aber halt Zeit und so, ne? Also, hier in dem Raum, glaube ich, noch die beiden Klappers, weil wir haben sie ja beim letzten Mal nicht verprügelt. Wir müssen ja auch nicht alle Klappers verprügeln, die armen Klappers. Tun ja auch nur ihren Job. Das ist immer ordentlich knapp auf der einen Stelle, aber wie gesagt, mit schnellerem Wirbeln funktioniert das eigentlich ganz gut, an denen vorbeizukommen, ohne Buu zu benutzen. Wenn es einem zu unsicher scheint, kann man immer noch jederzeit einfach Buu beschwören an die Stelle, wo man gerade steht und sich eben schneller unsichtbar machen. Wenn man es denn früh genug tut, wenn man es zu spät macht, dann ist auch doof, aber... Dann schieben wir erstmal diese sehr auffällige Uhr aus dem Weg. Wir suchen ja noch nach Geheimnissen. Hm, das ist ein Dreieck. Man könnte es auch als Pfeil bezeichnen. Schauen wir mal. Ob wir irgendwas in der Richtung finden. Hm, können wir uns auch übertragen lassen vom Paracarry zufällig? Paracarry, mach mal deinen Job. Trag uns mal. Ja, das kann er scheinbar. Hm, ein paar Münzen. Ich dachte, die waren irgendwie so ein bisschen pfeilförmig aufgereiht. Von daher schauen wir einfach mal, ob wir da links irgendwo noch was finden. Oh mein Gott, es ist ein Geheimnis. Es ist der Kampfrauschorden. In einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 4. Ja, wenn man auf 1 HP runter ist, wenn man eben nur noch 1 HP hat, dann hat Mario 4 Angriff mehr. Ist sehr nützlich, wenn man denn Strategien hat, die exakt darauf aufbauen, nur 1 HP zu haben. Das Problem ist, mit Input Delay kann ich nicht so richtig gut darauf arbeiten, genau dann Attacken zu blocken, wenn ich das haben will und so, weil ich vermassel es halt einfach schon mal. Von daher werde ich die Strategie halt eher nicht benutzen. Aber sie ist da, für die, die es wollen. Okay, powerbomben wir die mal eben weg. Powerbomben ist so teuer, aber lohnt sich. Insgesamt. Ja, jetzt bei den nächsten zwei Angriffen sind die beiden auch erledigt. Wunderbar, den ersten schon mal geblockt. Und den zweiten auch geblockt. Wunderbar. Dann sind die beiden ja jetzt auch erledigt. Und wir können fröhlich unsere Wege gehen. Hier kriegst du noch eine Ramme. Zack. Und 12 Sternpunkte. Ja, schon wieder fast ein halbes Level rauf. Wenn wir die anderen Klabbers noch erledigt hätten, die wir ignoriert haben, hätten wir schon die Hälfte. Aber ja, so wichtig sind nicht.
jeden einzelnen Gegner zu erledigen. Bis jetzt kommen wir mit unserem Level ganz gut durch, auch wenn wir mal Gegner ignorieren. Und hier finden wir ein weiteres Ahornsirup. Das ist auch wirklich gar nicht schlecht, dass wir vorhin den Nusskuchen gefressen haben. Wenn wir hier einfach ein weiteres 10 BP Heil-Item zurückbekommen. So, wohin haben wir es jetzt geschafft? Wir haben einen Tower Blabla gefunden. Hm, was ist das? Irgendetwas ist hier faul. Ja, jetzt brauchen wir Buu. Denn jetzt müssen wir uns tatsächlich unsichtbar machen. Wir wollen ja keine Kämpfe gegen ihn anzetteln. Hat uns der Buu im Untergeschoss extra noch gesagt. Nicht gegen ihn kämpfen. Machen wir auch nicht. Hm, da ist eine abgeschlossene Tür. Da müssen wir wohl erstmal in dieses Zimmer gehen. Die nicht wo die Tür nicht abgeschlossen ist. Gut, dass Tower Blabla durch diese Tür nicht durch kann. Weil die viel zu klein für ihn sind. Okay, ich höre viele schlafende Kollegen. Ich meine, ich sehe auch schon drei. Aber ich höre vor allem auch viele. Dann wollen wir doch mal. Der Raum der vielen Klabbers. So. Im ersten Encounter haben wir dann auf jeden Fall schon mal den größten Teil erledigt. Jetzt kann er es nochmal hauen. Moment, so erledigen wir den nicht. Also müssen wir so drauf hauen. Zack, erledigt. Yay, danke, dass du mir die 4 Sternpunkte doppelst. Und nicht die 12, die ich in anderen Kämpfen gekriegt habe. Danke, wie äußerst hilfreich. Ein Problem daran, dass es Zufall ist. Man könnte natürlich auch einfach durch den Raum durchgehen ohne Encounter. Oder man kann sagen, lustig alle mit. Warum zur Flatte das nicht getroffen? Okay, ich wollte sagen, man kann sie lustig alle mit Explosionen wecken. Und dann passiert das. Ich könnte mal Erfrischung gebrauchen. Vielleicht benutze die Sternkräfte so selten. Dann benutzen wir sie mal, um ein bisschen zu heilen. So. Dann Body Slam auf den. Ja, ich bin im besten Fall nicht damit ausgegangen, dass der von der Explosion nicht getroffen wird. Da konnte ich glaube ich auch nicht unbedingt mit rechnen. So, dann jagen wir die beiden mal in die Luft, damit der Kampf jetzt auch zu Ende ist in der Runde. Und wir nicht noch mehr von denen blocken müssen. Ja, erledigt. Meine Güte. Ich habe keine Ahnung, warum Bombettes Explosion den er gerade nicht getroffen hat. Das macht für mich auch überhaupt gar keinen Sinn, dass er es nicht getroffen hat. Ach, gib mir mal bitte die Heilung und gib mir mal bitte den BP. Hier sind noch ein paar mehr davon. Okay, der verfolgt mich noch ein bisschen. Gut, dann sprinten wir jetzt halt einfach durch und holen uns den Schlüssel. So, machen wir uns das einfach. So, hier können sie uns nicht angreifen. Ab hier müssen Bombettes Angriffe alle treffen. Dann hat Bombette den Kampf jetzt sowieso schon gewonnen, wenn sie angreift. Dann können wir mal eben Fokus einsetzen, mal ein bisschen Sternkraft zurückzukriegen. Fokus benutze ich normalerweise so selten, aber wenn man es mal machen kann, ne? Dann kann man es mal machen. Ach, erledigt. 2 Sternpunkte. Ach, hat uns nicht gedoppelt. Ach, fast beleidigt. So, erste erledigt. Und dann greifen wir noch den zweiten an. Ist auch nur einer. Ich habe aber die beiden schwierigen Kämpfe schon gefunden. Ja, kaputt. Nochmal 2 Sternpunkte. Auch nicht gedoppelt worden. Mensch. Ist doch frech. So, der hat diesmal auch tatsächlich gesessen. Ich war schon fest davon ausgegangen, dass es wieder nicht trifft, aus Gründen.
Das ist jetzt natürlich wieder ein Viererkampf. Scheinbar haben wir doch nicht alle schwierigen Kämpfe gefunden. Den schwierigsten hatten wir offensichtlich noch nie gefunden. Dann schläfern wir die halt erstmal ein. Hier schlafen wir alle eine Runde. Keine Lust, meine BP alle gegen mich einzusetzen. Und natürlich wird einer nicht eingeschläfert. Na gut. Der Großteil schläft. Nehmen wir uns dabei zufrieden. Hätte vermutlich erst den einen erledigen sollen und dann einschläfern sollen. So. Reicht natürlich nicht, das Problem. Also kann es nochmal angreifen. So, dann kann man Bettin erledigen, damit wir auf den nächsten mehr Schaden machen können. So, Mario macht jetzt 4 Schaden. 4 Schaden erfolgreich gemacht. Der wacht dann auf. Dann nochmal erfolgreich 4 Schaden. Dann ist der erledigt. Und dann können wir den da hinten schon mal ankratzen. Der jetzt auch nächste Runde aufwacht. Da ist er. Wieder wach. So, jetzt kann Bombett ihn erledigen. Und dann haben wir erfolgreich diesen Kampf irgendwie durchstanden. Ach, wunderbar. 76 Sternpunkte. Und wir könnten mal ein paar HP gebrauchen. Dankeschön. Für die paar HP. So. Bombett? Willst du den bitte in die Luft jagen? Danke. Ich weiß auch nicht, warum das wieder nicht funktioniert hat. Natürlich ist das nochmal der eine einzelne. Na gut, dann können wir hier nochmal Fokus einsetzen. So, Sternpunkte wieder ein bisschen aufladen. Man kann Bombett ihn zu Tode Body Slam. Body Slam! Zack. Erledigt. Und natürlich werden die jetzt gedoppelt. Die 12 im letzten Kampf wären nützlicher gewesen zu doppeln. Sag's ja nur. Aber ja, danke, dass wir jetzt nur noch 20 Sternpunkte brauchen. Oh, wir haben den Schlüssel hier drin gefunden, den wir für die Tür direkt rechts von uns brauchen. Das ist das Wichtige. Mal Tür auf. Und machen wir nächste Tür auf. Yay, Heilung. Gut, dass ich gerade keinen Heiligen benutzt habe. Ich hatte drüber nachgedacht. Hätte sich allerdings nicht gelohnt. Gut, dann würde ich sagen, da wir hier einen praktischen Speicherpunkt haben, machen wir an dieser Stelle wieder eine kleine Pause. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Tower Blubbers Geheimnis herausfinden. Denn schließlich sind wir jetzt schon auf ihn selber getroffen. Da kann sein Geheimnis ja nicht weit sein. Bis dahin. Aloha.